Wir trinken grünes Getränk und haben eine neue Sorte Rittersport Schokolade. Der Cranberry Nuss. Cranberry Nuss. Warum eigentlich Rittersport? Nö, das Rittersport. Tja, vielleicht ist das der Herr Ritter und der macht Sport oder er heißt Sport. Ach so, das wäre natürlich denkbar. Ja. Rittersport, das ist doch, wenn die auf, mit der Rüstung auf die Pferde. Ah, oder? So. Da, wenn sie sich doch mit den langen Stangen vom Pferde rumkloppen. Das ist Rittersport, oder? Ja, das könnte aber natürlich. Aber was hat das mit der Schokolade zu tun? Oh, die werfen sie sich gegenseitig an die Rüstung. Jo, okay, eine neue Sorte. Tja, probieren wir das mal. Ja, dann tun wir mal den Knickknack-Knackenback hier aufknicken. So wie das so. Ei, da guck mal rein. Im ersten Moment hatte ich gedacht, das ist eine Rumtraubennuss. Aber tja, das war's nicht. Da hätte ich mich drauf gefreut, auf der Rumtraubennuss. So, ja. Dann. Ja, mal der Versucherchen. Riecht nach Schokoladen. Ja, riecht wie eine Rittersport. Eben riecht. Außenrum Traubennuss. Der hat einen eigenen Geschmack. Mhm. Hat aber schon eine Salzsahne. Das ist nicht mein Geschmack. Irgendwas ist da anders. Hallo. Was ist da anders an der Tafel? Also die Cranberry geht ganz unter, finde ich. Das und das und zwar diese Schokolade schmeckt auch anders. Grüne Getränk. Nee, also geht nichts über eine Rumtraube Nuss. Ja, also das überzeugt mich jetzt nicht, diese Schokolade. Irgendwie komisch. Naja. Nun, haben wir probiert. Ist natürlich alles Geschmackssache. Probiert es selber. Ja. Und dann werdet ihr sehen, ob es euch schmeckt. Ja. Irgendwie mit dem grünen Getränk fand ich es jetzt ganz lecker. Ja, der Kaugummi. Ein grünes Getränk. Lecker, lecker. Ja, bis denn. Antenne. Joyeux Noël. Oh ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denn. Antenne.